Nein, 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 das ist völlig unmöglich. Du musst dich irren. Der Vogel liegt Das ja ist immer es, eine Fehldiagnose. Du bist eine Elfe und sagst zu dem Trank, ziemlich lecker, ich könnte glatt noch einen davon trinken? Da sprechen die aus dem Gleichgewicht geratenen Hormone. Ich habe keine Hormone, ich... Cheap, nein! Oh, jetzt ist er böse. Das Buch hat einen Fehler gemacht. Oh, wie er sich aufregt. Das ist so dermaßen. Ja, aber jetzt. Fernsehsendung angelehnt. Ja, aber jetzt kapiere ich das auch. Hier Hering essen und dazu süß und dann Boah, halt das eben. Das war ja gar keine Medizin, wenn ich es nicht verstanden. Das Buch hat aber noch gut geschmeckt. Ja, das Buch hat einfach nur verarscht, so die typische Schwangerschaftsmenü Nummer 1. Oh, ja. Okay, ich kann gar nicht schwanger sein. Ich habe nie, naja, vielleicht ein bisschen, also. Ich kann gar nicht schwanger sein. Ich habe nie mit Nate zur Sommersonnenwende im heiligen Wasser gestanden und dort das Lied des Lebens angestimmt. Wieso? Wie machen Menschen das? Sie tun was? So geil. Elfen und Menschen können zusammen Kinder zeugen. Aber ohne Sex wird das nichts. Seht ihr, wir hatten nie Sex. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Aber die Diagnose ist eindeutig. Ja, Doktor Spielchen an der Elfe hier, würde ich sagen. Kein Wunder, dass die Mutter meinte, dass sie dick ist. Mal angenommen, ich bin schwanger, dafür muss es doch eine Erklärung geben. Tun wir mal so, als wäre ich schwanger. Dafür muss es doch eine Erklärung geben. Wenn wir ausschließen, dass das Kind auf natürliche Weise gezeugt wurde, wovon wir in diesem Fall einmal ausgehen wollen, dann bleiben nur noch die unkonventionellen Empfängnismöglichkeiten. Hast du mit einem Kobold einen Vertrag bezüglich eines Kindes abgeschlossen? Kind gegen Gold oder Königreich zum Beispiel? Nein. Sind dir Götter in Stiergestalt im Traum erschienen? Haben Engel mit dir gesprochen? Nein. Sind in letzter Zeit Sterne vom Himmel gefallen? Nicht, dass ich wüsste. Dann bleibt eigentlich nur noch ein Zauber oder ein Fluch. Aber das ist nicht mein Fachgebiet. Ich wünschte, es wäre so. War das mit Rosa Sterne gerade eben eine Anspielung auf Andersidon? Aber ich spüre, dass es recht hat. Ich bin schwanger. Okay. Ich überlege auch gerade, oder? Ich habe mich gerade an das eine Märchen erinnert. Wie hieß es denn? Rumpelstilzchen. Oder? Nee, ich dachte gerade, er stand, aber das war es nicht gewesen. Es war irgendein anderes, da hat es auch irgendwie Sterne geregnet und danach war sie schwanger. Echt? Also ich weiß, ich dachte nur hier, Vertrag mit einem Kobold, das wird Rumpelstilzchen gewesen sein. Ja, das... Ja, Mutter darf von all dem auf keinen Fall etwas klar. bemerken. Mutter darf davon nie etwas erfahren. Ich weiß ja, auch nicht. Sonst ist er pleite. Meinst du, man wird den Bauch erkennen? Nein, nein. Ich weiß nicht wieso, ich weiß nicht warum, aber ich bin anscheinend schwanger. Und ja, wenn alle anderen Möglichkeiten wegfallen, muss ein Fluch dafür verantwortlich sein. Das ist großartig. Nein, nein, so meinte ich das natürlich nicht. Aber überleg mal. Ich verflucht? Das klingt nach einem Abenteuer. Ist doch klar, was wir jetzt machen. Wir fragen Erzmagier Alistair. Er ist der weiseste Zauberer im Reich der Menschen und er ist ein Freund. Er wird uns sagen können, was das alles zu bedeuten hat. Oh nein, das wirst du nicht. Schon mal darüber nachgedacht, wer auf mich aufpassen sollte, damit so etwas nicht passiert, hm? Alistair wird Antworten für uns haben.
Wir müssen ihn im Magierturm zu Seefels aufsuchen. Nur, wie kommen wir dahin? Seefels ist viele Tagesreisen von hier entfernt. Ja, fliegen ist schön und gut. Vielleicht kannst du es mir ja beibringen. Nein, ja, wir brauchen ein schnelles Transportmittel. Und dann sind da noch die Schildwachen an der Grenze. Sie können mit ihren Langbögen einer Fliege aus 400 Metern Entfernung ein Auge ausschießen. Und tun das auch, sollte die Fliege ohne Erlaubnis das Waldlandreich betreten oder verlassen. Du kennst das heutige Losungswort bestimmt nicht, das oder? Das Losungswort der Schildwachen am Waldrand. Kennst du es? Das habe ich befürchtet. Ach nee, doch nicht. Und genau das ist das Problem. Mutter wählt jeden Tag ein neues Wort aus und mir wird sie es garantiert nicht verraten. Ach, warum kennst du das Losungswort nicht? Du weißt doch sonst immer alles. Hey, alles wissen. Mutters Spiegel. Man sagt, er sei nahezu allwissend. Er könnte auch das Losungswort kennen. Wenn wir zusammenarbeiten, können wir Licht in die Angelegenheit bringen, Cheep. Wenn es ein Fluch ist, bin ich immerhin das Opfer, nicht die Täterin. Ja, die perfekte Ausrede. Ja, ich weiß auch, dass sie uns so oder so die Schuld geben wird. Aber besser, wir haben einige Antworten im Gepäck, als einfach nur die Tatsachen zu präsentieren. Meinst du nicht auch? Eine Transportmöglichkeit und das Losungswort. Auf geht's! Na klasse, ein Problem gelöst und schon haben wir wieder zwei neue Probleme. Im Zweifelsfall reisen wir einfach per Anhalter. Genau. Ich denke, das wird nicht gehen, weil wir haben schon alle Bücher hier gelesen. Aber wir schauen uns nochmal diesen... Ich denke, Arbor wird uns hier wieder helfen. Aber wir schauen erstmal den magischen Spiegel an. Tja. Ein allwissender Spiegel. Das wäre in meiner Situation mehr als praktisch. Die Frage ist nur, wie man den Spiegel beschwört. Ich habe das noch nie gemacht. Dann fragen wir mal den guten Arbor. Vielleicht weiß er was. Du lässt es dir gut gehen, wie ich sehe. Was kann ich für dich tun? Ich muss den Elfenhain verlassen. Ich muss den Elfenhain für ein paar Tage verlassen, wie es scheint. So? Mit der Erlaubnis deiner Mutter? Nicht so richtig. Das wird ihr nicht gefallen. Aber man muss tun, was man tun muss. Ich wünsche dir eine gute Reise. Danke. Mann, der ist einfach und nett. Ich verrate niemandem, dass ich es dir erzählt habe. Das wäre ja auch noch schöner. Bleib nur nicht zu lange weg. Du weißt ja, die Zeit läuft draußen viel schneller ab als hier im Waldlandreich. Natürlich. In der Außenwelt altern wir wie Menschen. Daher meiden die meisten Elfen sie wie die Bäume das Feuer. Schön gesagt. So, wie genau funktioniert das mit dem Schwangersein? Da kennt sich der Baum sicherlich aus. Sag einmal, du kennst dich doch mit der Natur aus. Wie genau funktioniert das mit dem Kinderkriegen? Keine Ahnung. Habe ich mich auch schon gefragt. Die Bienen bestäuben die Blumensamen werden vom Wind fortgetragen und eine neue Pflanze wächst. Einfach und nachvollziehbar. Aber Elfen, Menschen und Zwerge produzieren keinen Nektar. Was habt ihr den Bienen anzubieten? Außerdem wachsen unsere Kinder nicht in der Erde, sondern in uns. Ich weiß. Ist das nicht bizarr? Ja, aus der Sichtweise betrachtet schon, natürlich. Weißt du, wie man den magischen Spiegel beschwören kann? Sehe ich aus wie ein Zauberer oder Priester? Vielleicht hast du Mutter mal beobachtet. Klar, viele Male. Sie kippt Wasser aus 3 verschiedenen Kelchen in die Schale und murmelt vor sich hin. Irgend so ein Elfenpriester-Magie-Quatsch. Damit kenne ich mich nicht aus. Ich auch nicht. Okay. Ich muss weiter. Dreimal. Arbeite nicht so viel. Nö. 3 verschiedene Wasser, also wieder 3 Probleme. Aber ganz am Anfang sagte sie doch mal irgendwas von wegen,
Wenn Wasser drin wäre, würde er funktionieren. Wir haben da oben so eine Karaffe drin zum Beispiel. Vielleicht versuchen wir das mal mit einem und gehen mal davon aus, dass die Mutter einfach nur gerne viel Zauberei macht. Okay, gucken wir mal nach. Gehen wir wieder hoch. Meinst du was ähnliches, das haben wir uns ganz gut gesagt? Okay, ja, ich schnapp mir mal die Karaffe, ob ich die mitnehmen kann. Dich kann ich gebrauchen. Ja, genau. Können wir? Hier noch irgendwas? Öffne die Spieluhr, da haben wir eigentlich schon alles. Mach mal die Spieluhr auf, wer ist denn da jetzt drin? Ich weiß nicht, wie Cheep sich daraus befreien konnte, aber er erzählt gerne, dass er verschiedene mystische Kampftechniken beherrscht. Vielleicht hat ihm das geholfen. Ah, dieser Angebervogel. So, wir klettern hier wieder nach unten. Und gehen rüber. Entschuldigung. Die Karaffe wollte ich öffnen. Aber da kann ich nicht direkt mit dem. Die Karaffe ist auch irgendwie leer. Dann füllst du mal an diesen ewig langen Kiste. Moment. Karaffe mit Wasser vom Wasserfall. Okay. So, hau das Wasser rein. Warum nicht? Vielleicht habe ich Glück. Es funktioniert. Eines der Symbole glüht. Was für Symbole? Hier sind drei Symbole auf dem Boden der Schüssel. Was könnten sie bedeuten? Jedes Symbol zeigt einen Tropfen. Mal ist eine Linie darunter, mal darüber und hier ist ein Kreis, der den Tropfen durchdringt. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Aber ich habe die Symbole schon mal gesehen. Oben im Tonsaal, wenn ich mich nicht irre. Okay, dann. Jedes Symbol zeigt. Aber. Okay. Dann werden wir wahrscheinlich wohl oder übel jetzt in Richtung Thronsaal müssen, damit wir uns die Symbole nochmal genauer anschauen können. Oder? Ah, guck, ja genau, wir können jetzt hoch in den Thronsaal. Machen wir das doch. Es hilft nichts. Ich muss Papa sprechen. Ivo? Ich dachte, wir hätten vereinbart, dass du in deinem Zimmer bleibst. Ah, guck, und hier hinten im Hintergrund sind diese drei Symbole. Mhm. Und sehr schöner Thronsaal. Ja, ist echt schön. Allerdings. Und sitzt dann auch der Vater da. Ja, genau, hier auf der rechten Seite. Ich sehe ihn auch gerade. Ja, aber vielleicht nicht ganz kindersicher, oder? Hier so Wasser geht direkt durch. Ja. Ich bin kein kleines Mädchen und ich lasse mich nicht einsperren. Ich bin schwanger. Oh, ganz tolle Idee. Sollen wir sie schocken? Sag einfach mal. Ja, okay. Mama, ich bin schwanger. Ich bin Was bist du, mein Schatz? Schön. Schön. Ich bin schön. Aber natürlich bist du das. Du bist meine Tochter und eine Elfenprinzessin. Um mir das zu sagen, hast du meine Anweisungen missachtet? Ja, klar. Ich bin kein kleines Mädchen mehr, das du in seinem Zimmer einsperren kannst. Nein? Wie bist du aus deinem Zimmer entkommen? Hast du Cheep Cheep ausgetrickst und bist über den Balkon geklettert? Das klingt sehr erwachsen. Ich habe mein Zimmer nur verlassen, um etwas trainieren zu können. So? Du hast es selber gesagt. Ich habe ein paar Unzen zugelegt und die werde ich nicht los, indem ich den ganzen Tag in meinem Zimmer auf dem Bett liege. Woher die plötzliche Einsicht?
Ich kann mich nicht ewig fragen, was ich mit meinem Leben anstellen soll. Vielleicht ist heiraten doch keine so schlechte Idee. Ganz sicher nicht. Und wenn du fleißig trainierst, wird Prinz Lalios dich schon mögen. Sicher, fein. In das Wasser hier, komm. Ich würde dir gerne behilflich sein, aber ich habe schrecklich viel zu tun. In Seefels scheint eine Art Seuche ausgebrochen zu sein. Oh, eine Seuche in Seefels? Es ist seltsam, aus dem ganzen Mittelreich erreichen uns Berichte. Gegenstände und Wesen wurden verwandelt. Was meinst du damit? Die Lage ist unklar. Es scheint, als würde irgendeine fürchterliche Macht nach und nach das ganze Land verändern. Erinnerst du dich an die Geschichte des Nichts? Eine große Schwärze, die ein fantastisches Reich nach und nach verschlang? Natürlich. Dieses Mal ist es schlimmer. Es ist pink. Eine Dann kriegen wir jetzt auch noch die unendliche Geschichte. Ob das der richtige Ort für mich und das da ist? Andererseits sind Wilbo und der Erzmagier in Seefels. Vielleicht kann ich ihnen bei der Bekämpfung der Seuche helfen, so wie sie mir hoffentlich bei meinem Problem helfen können. Ja, genau. Also hier sind die drei Symbole, aber wir sollten mit dem Vater reden. Dann werden wir das machen. Wir sprechen mit dem König. Papa ist kein Frühaufsteher. Er braucht viel Schlaf, sagt er immer. Aber einen guten Grund konnte er mir dafür bisher nicht nennen. So, kann ich die Mutter vielleicht direkt hier ins Wasser reinstoßen? Dann haben wir schon mal drei Probleme gelöst. Nein, anscheinend nicht. Ja, 3, 4. Ja. Hey, Papa. Der Tag ist längst angebrochen. Was? Ivo, wie geht es meiner kleinen Lieblingstochter? Ich bin deine einzige Tochter. Und wenn ich 100 hätte, du bist und bleibst etwas ganz Besonderes. Alle 99 anderen allerdings auch. Ja, er ist halt ein alter Druide. Das passt dann die ganzen Ranken rüber und von Pilzen bewachsen. Ja, er ist halt sehr verwachsen mit der Natur und er ist so ein Baumschmuser. Ja, halt eben so der typische Elf halt eben, der Baumschmuser. Ja, und dieses Geweih auch noch, also so ein Druide, das ist ja alles wieder so WoW-mäßig. Finde ich aber sehr, sehr schön gehalten hier. Es ist ein wunderschöner Tag heute, oder? Ist heute nicht ein wunderschöner Tag? Mal wieder. So wie die Raupen im Morgentau husten. Doch, dich scheint etwas zu beschäftigen. Mutter behandelt mich. Sie hat mich eingesperrt wie ein kleines Kind. Streitet ihr euch wieder? Sie hat angefangen. Sie liebt dich. Und sie will nur mein Bestes. Wie kann es das Beste für mich sein, wenn sie mich ständig kritisiert und mich zwingt, Dinge zu tun, die ich gar nicht will? Sie glaubt, dass sie dich so am besten auf das Leben vorbereiten kann, das dich erwartet. Ich würde mir nur gerne selbst aussuchen, was das für ein Leben ist. Ich weiß. Deine Mutter versteht das nicht, weil sie nie diese Wahl hatte. Willst du auch, dass ich diesen Prinzen heirate? Ich bin schwanger. Oder erleuchte mich, Vater. Erleuchte mich, Vater. Der gestreifte Kakadu und das hinkende Eichhörnchen, hoch auf dem Dach der Welt, sind vielleicht schlau, aber nicht weise. Verstehe. Okay, bedeutet jetzt? Die verstehe ich nicht. Erleuchte mich, Vater. Übelriechende Murlocs, hoch auf dem Dach der Welt, sind ein liebreizender Anblick. Darüber muss ich nachdenken. Okay. Das sind so Zufallssätze. Oder? Nochmal? Erleuchte mich, Vater. Übelriechende Murlocs, geliebt von mir wie nur wenig anderes, erzürnen die humorlosen Götter. Verstehe. Okay, vielleicht bedeutet das irgendwas, aber es sieht im Moment gerade eher so nach so Zufallssätzen aus. Einfach so, um die Geschichte noch ein bisschen weiter zu bauen.
Erst mal heiraten, dann schwanger, würde ich sagen. Mutter will, dass ich diesem Prinzen Lalilos heirate. Ich habe davon gehört. Ist es auch dein Wunsch? Ich wünsche mir, dass du glücklich bist. Aha. Also heirate ich ihn nicht? Leider gehen nicht alle Wünsche in Erfüllung. Du bist eine Elfenprinzessin. Früher oder später musst du heiraten. Nur wann und wen, das würde ich am liebsten der Natur überlassen. Ich wünschte, du könntest Mutter davon überzeugen. Ich befürchte, ihr Vertrauen in deinen Männergeschmack ist ein wenig erschüttert seit... Du weißt schon. Sie möchte verhindern, dass dir noch einmal das Herz gebrochen wird. Deswegen hat sie jemanden ausgewählt, den sie für den richtigen hält. Ja, aber ob der Richtige ist hier, Prinz Lalilos und seine Schwester. Ja, Papa, schwanger hier, heiraten wird er nicht mehr. Oder sollen wir verteidigen Mutter nicht immer? Nein, jetzt erstmal nicht. Ich muss dir etwas sagen, Vater. Aber ich weiß nicht wie. Du solltest dir nicht allzu viele Sorgen machen. Das ist nicht gut für das Kind. Du weißt es? Kann ein Zebra rückwärts laufen? Wie konnte das passieren? Woher kommt es? Das weiß ich nicht. Ist es wichtig? Ist es. Und ob? Ich will wissen, was mit mir passiert ist. Dann suche die Antworten, Spätzchen. Wie kannst du da nur so ruhig bleiben? Weil ich weiß, dass am Ende alles gut wird. Und wenn es nicht gut wird? Dann ist es auch nicht das Ende. Oh, schön. Das ist einfach nett von ihm. Der ist total sympathisch irgendwie. Hat zwar Nesten im Kopf, aber ganz gut. Ja. Am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, dann ist es nicht das Ende. Sehr, sehr schön gemacht. Ich muss nach Seefels. Ja, fragen wir erst. Machen wir erstmal ein bisschen Vergangenheitsbewältigung. Erst die Vergangenheit. Du, Papa, hättest du das Artefakt des Schicksals damals benutzt? Oder hättest du es versteckt, so wie wir? Ich glaube, zu viel Macht korrumpiert jeden von uns. Aber du hast große Macht und hast sie nie für etwas Böses eingesetzt. Ich hätte mit dem Artefakt kranke Wälder geheilt. Ich hätte die Flüsse und die Luft gereinigt. Und dann... Dann hätte ich vielleicht Holzfäller verjagt und Fabriken der Zwerge zerstört. Aber ich hätte vielen Menschen helfen können. Dinge brauchen Zeit, Ivo. Erzwingt man Veränderungen, ohne dass ihre Zeit gekommen ist, dann sind sie nicht von Dauer. Der ist echt klug, der Vater. Jetzt machen wir die Gegenwart, verteidige Mutter nicht immer. Macht Mutter dich nicht manchmal auch wahnsinnig mit ihrer Art? Natürlich. Aber warum sagst du es ihr dann nicht? Spricht das Gnu vom Frühling, wenn der Schatten das Eichhörnchen kitzelt? Ich liebe sie. Es ist nur eine Phase. Sie wird sich ändern. Oh, und wenn sie sich nicht ändern wird, werde ich sie nicht weniger lieben. Ich liebe euch beide, so wie ihr seid. Mit allen euren Fehlern und Macken. Oh. Okay. Und jetzt die Zukunft. Ich muss nach Seefels zum Erzmagier. Wenn selbst reisen. Du nicht weißt, was es mit meiner Schwangerschaft auf sich hat, muss ich nach Seefels reisen und den Erzmagier fragen. Dass ich es nicht weiß, bedeutet, dass du nicht auf natürliche Art schwanger geworden bist. Und wenn etwas nicht den Gesetzen der Natur entspricht, dann ist es Magie. Also diesen Dingen kennt sich niemand besser aus als Alistair. Dann sind wir uns einig. Wie Schnecken, die auf Kohlrabi sitzen. Nur deine Mutter wird es nicht zulassen. Daran arbeite ich. Erleuchte mich, Vater. Geister und Dämonen, versunken im Gebet, bringen das kleine Lama zum Weinen. Verstehe. Ja, das sind immer Zufallssätze, so wie es aussieht, so dreimal drei. Ich habe einiges, über das ich nachdenken muss. Auf Wiedersehen, kleine Tochter. Bis später, Vater. So, dann schauen. Ja, ja, der ist echt nett. So, die drei Symbole hier. Das Symbol befindet sich auch auf dem Boden der Spiegelschale im Garten. Keine Ahnung, was es bedeutet. Das ist Mutters Fachgebiet.
Man kann Mutter viel vorwerfen, aber nicht, dass sie nicht fleißig ist. Im Gegenteil, sie arbeitet für drei, weil sie anderen nicht zutraut, die Arbeit genauso gut zu erledigen. Was meinst du gerade? Ich dachte gerade eben hier, sie redet die ganze Zeit so laut, noch mit dem Vater schön mit Schwangerschaft und die Mutter steht dann die ganze Zeit nebenan. Ja, ja, die hört er nicht. Sie ist so versunken in ihren Text. Aber reden wir nochmal mit ihr. Mutter? Ja, Ivodora? Ja, was bedeuten die Symbole auf den Steintafeln? Komm. Die Symbole auf den Steintafeln, was bedeuten sie? Erst deine Einsicht die Hochzeit betreffend und nun auch noch Interesse am Spirituellen? Du überrascht mich. Die drei Symbole stehen für drei verschiedene Formen des Wassers, die für viele Rituale wichtig sind. Wasser, das vom Himmel fiel. Wasser, das aus der Erde quoll. Und Wasser, das im Mondschein badete. Okay. Das letzte wird schwer. Also Wasser, das vom Himmel fiel. War das vielleicht genau das, das wir vorher dann gezapft haben? Weil ein Symbol leuchtet ja schon. Findest du wirklich, dass ich dick aussehe? Du bist nicht wirklich dick, meine Liebe, aber auch nicht perfekt. Oh. Muss ich denn perfekt sein? Man ist nie perfekt, aber man sollte immer danach streben. Wenn man einmal zufrieden mit sich ist, fängt man nur an, nachsichtig zu werden. Unzufriedenheit kann einen weit bringen, mein Schatz. So ein netter Vater ist, so eine dumme Nuss ist sie irgendwie. Warum willst du unbedingt, dass ich diesen Prinzen heirate? Weil ich glaube, dass es das Beste für dich ist. Und wenn ich ihn nicht mag? Dann wirst du lernen, ihn zu lieben. Warum kann ich mich nicht erst verlieben und dann heiraten? Und was, wenn du dich nicht verliebst? Willst du dann nie heiraten? Sei nicht kindisch, Ivodora. Ivodora, okay. Ja. Wie haben du und Papa euch kennengelernt? Als du Vater geheiratet hast, wie lange kanntest du ihn da schon? Erst wenige Tage. Ich habe mich sofort in ihn verliebt. Er war der weiseste und stattlichste Elf, den ich je traf. Und wenn du ihn nicht geliebt hättest? Wenn du ihn vielleicht nicht mal gemocht hättest? Dann hätte ich ihn trotzdem geheiratet. Es ist die Pflicht einer Prinzessin, die Thronfolge zu sichern. Ob sie will oder nicht. Du wolltest auch nicht jeden Tag zur Schule gehen. Heute kannst du musizieren, malen, sprichst ein Dutzend Sprachen und hast erkannt, dass Bildung ein Geschenk ist. Vertraue mir einfach. Manchmal wissen nur Eltern, was das Beste ist. Ja, sie wurde halt eben damals wahrscheinlich reingezwungen. Und jetzt macht sie es mit der Ivo auch. Was können weißt wir gegen du schon, was wir gegen die Seuche in Seefels unternehmen wollen? Unternehmen? Nichts, mein Schatz. Es ist eine Angelegenheit der Menschen. Wir beobachten nur. Wie wäre es, wenn wir einmal ein Problem lösen, anstatt zu warten, dass es sich von alleine löst? Wenn Alistair meinen Rat wünscht, sollte er sich melden. Und bisher hat er das nicht getan. Aber... Ich dränge mich niemandem auf. Okay, was ist du mit hast den mir vorhin von den verschiedenen Formen des Wassers erzählt. Was bedeutet das? Wasser ist nicht gleich Wasser, es verwandelt sich. Wenn es aus einer Quelle sprudelt, ist es Quellwasser. Dann wird es zum Bachwasser, vielleicht zum Flusswasser und irgendwann Meerwasser. Die Stimme des Wassers ändert sich. Seine Seele. Und wenn man verschiedene Formen des Wassers mischt, kann daraus Wasser mit mächtigen magischen Eigenschaften werden. Aber es ist nicht so leicht, wie du es dir vielleicht vorstellst. Wasser ändert ständig seine Form. Regen ist Wasser, das vom Himmel fällt. Doch sobald es in einer Pfütze landet, ist es nur noch gewöhnliches Pfützenwasser. Okay.
Ich hätte gerne etwas von dem Mondwasser. Brauchen wir ja, oder? Ja, hier drüben ist ja Mondwasser. Das da im Mondbrunnen ist doch sicher Wasser, das im Mondschein badete, oder? Natürlich ist es das, mein Spätzchen. Kann ich etwas davon haben? Es ist heiliges Wasser. Wir benutzen es nur für besondere Anlässe. Wofür brauchst du es? Ich habe Durst, das wäre zu... ich will einen Trank damit mixen, dann wird sie nachfragen, wofür? Dann können wir immer noch irgendwas anderes erfinden. Ja, aber ich glaube, ich nehme es. Ich brauche es für einen Trank. Es ist eine der wichtigsten Zutaten. Tatsächlich. Um was für einen Trank handelt es sich? Ein Schönheitstrank. Ein Schönheitstrank, denke ich mir auch gerade. Nun, das Mondwasser ist doch besonders reines und klares Wasser. Ich dachte mir, es könnte Grundlage für einen Schönheitstrank sein. In der Tat werden dem Wasser heilende Kräfte nachgesagt. Ich wollte dich nicht damit belasten, aber dann dachte ich, wenn ich für den Prinzen hübsch sein soll, könnte solch ein Trank nicht schaden. Du hast recht. Hast du ein Gefäß? Ja klar, hier. Möge das Mondbrunnenwasser deiner Schönheit helfen, wie es mir stets geholfen hat. Ja, das hat nicht viel gebracht. Hier kann nicht mal richtig laufen. Bis später, Mutter. Mach kein Gesicht, okay. Wie 7 Stunden Regenwetter, Ivo. Lächeln. Na. An irgendeinen Film erinnert mich das auch immer mit diesem Lächeln und so. Du musst lächeln immer. Ich weiß nur nicht mehr, welcher Film es genau war. Geh hinab in den Garten, dann machen wir das jetzt mal wieder. Und ich glaube, wir haben jetzt schon das zweite Wasser. Ja, das ist alles. Gießen wir es in die Karaffe. Nicht in die Karaffe, die Karaffe. Also schön, Wasser, das im Mondschein badete. Damit muss Wasser aus dem Mondbrunnen gemeint sein. Aha, damit glüht auch das zweite Symbol. Jawohl, wir haben's. Wasser, das vom Himmel fiel. Wasser, das im Mondschein badete. Beide Symbole leuchten. Es fehlt nur noch ein Symbol. Ja, und welches? Wasser, das vom Himmel fiel. Wasser, das im Mondschein badete. Beide Symbole leuchten. Es fehlt nur noch ein Symbol. Aber was? Dann ist es Wasser, das... Das hier, was aus der Erde kam. Ja, Wasser, das aus der Erde. Ich habe immer noch ein Gefühl, dass hier irgendwas ist, aber es ist es nicht. Dann machen wir doch einfach mal rein mit der Schaufel. Vielleicht können wir dem Seeler was raussaugen. Ja, nee, hier kann ich nichts machen. Dann doch mal seine Soll ich das Vogelbad kann ich auch nicht nehmen? Was ist denn das da unten? Das ist nicht mehr da unten. Das hier? Ja, können wir auch nicht öffnen. Ja, nee, da können wir auch nichts machen. Aber die Früchte sind immer noch grün, fällt mir gerade auf. Ja, den haben wir auch fürs Leben geschockt hier mit der Vuvuzela. Also, da wird nichts gehen. Okay. Was haben wir denn hier für Sachen? Also, das hier ist das einzigste Wasser, wo irgendwo... betrachte den Wasserfall. Der Wasserfall und ich sind schon so lange Nachbarn, dass ich ihn gar nicht mehr höre. In dem kleinen Teich scheinen sich über die Jahrhunderte erstaunlich viele Dinge angesammelt zu haben. Ob auch etwas dabei ist, das ich gebrauchen könnte? Keine Ahnung. Das hat mir schon mehrfach ausgedacht. Das wäre diesen Schild vor. Haben wir das schon verwendet? Ich habe nur noch den Schilfkopf. Eben. Was wäre denn mit damit eventuell? Oh, jetzt bist du gerade irgendwie rausgeflogen. Schade. Ich bin gerade eben aus dem Mikro rausgeworfen. Okay, dann machen wir kurz eine Pause und ja, hoffentlich sehen wir uns dann gleich. Ich bin echt gespannt, wie es jetzt weitergeht. Bis dann, ciao!